So, wir starten ganz pünktlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bread, Butter and Bioeconomy. Es ist jetzt schon die vorletzte. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie, ATB, und des Bezirksvereins Berlin-Brandenburg im Verein Deutscher Ingenieure, VDI. Gemeinsam veranstalten wir diese Lunchtalk-Reihe, bei der wir ein Thema mit zwei Expertinnen oder Experten aus zwei Perspektiven beleuchten. Heute aus Sicht von Wissenschaft und Anwendung. Mein Name ist Jessica Lietze. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen heute den Fokus auf die kleinsten, aber unendlich wichtigen Akteure in der Bioökonomie richten zu können: Mikroorganismen. Wir schätzen sie in der Herstellung von Brot, Käse und edlen Weinen, aber sie sind auch gefürchtet, weil sie Verderb von Lebensmitteln verursachen. Ihre Gemeinschaft nennt man Mikrobiome. Was genau versteht man darunter? Wie wirken sie für die Gesundheit von Pflanzen, Tieren und von Ökosystemen? Und wie finden wissenschaftliche Erkenntnisse dazu ihren Weg in die Praxis? Hierzu darf ich Ihnen heute unsere erste Expertin vorstellen, Professor Dr. Gabriele Berg. Herzlich willkommen. Ja. Gabriele Berg studierte an den Universitäten Rostock und Greifswald zunächst Biologie und promovierte im Fach Mikrobiologie. 2005 wurde sie auf den Lehrstuhl Umweltbiotechnologie an der Technischen Universität Graz berufen. Wir freuen uns, dass die gebürtige Potsdamerin seit Juli bei uns am ATB die Abteilung Mikrobiommanagement leitet. In gemeinsamer Berufung ist sie zudem Professorin für Plant Microbiome Management an der Universität Potsdam. Gabriele Berg zählt zu den Top 1% der meistzitierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihrer Disziplin. Sie wird uns gleich erläutern, warum wir für eine biobasierte Kreislaufwirtschaft das Mikrobiom in einem Ökosystem bis in die Tiefe verstehen sollten. Unser zweiter Experte leitet die Abteilung Produktionsforschung eines weltweit bekannten Unternehmens aus dem niedersächsischen Einbeck, KWS Saat SE. Dort verantwortet er den Bereich Saatgutforschung, untersucht also von Aufbereitung bis zu Beizung und Färbung alle saatguttechnologischen Prozesse und ist verantwortlich für die offizielle Prüfung im Versuchssaatgut von KWS Saat SE. Herzlich willkommen, Dr. Ralf Tilcher. Schönen guten Tag, hallo. Ralf Tilcher hat sich bereits während seines agrarwissenschaftlichen Studiums an der Georg-August-Universität in Göttingen intensiv mit Fragen des Pflanzenschutzes befasst. Sein besonderes Interesse gilt dabei möglichen Alternativen zur sogenannten chemischen Keule, also schonenden Behandlungsformen, unter anderem zum Beispiel mit nützlichen Mikroorganismen. Seit 1997 ist er bei KWS Saat SE tätig und auch hier treibt ihn der sanfte Pflanzenschutz an. Wir freuen uns jetzt auf spannende Vorträge und auch auf Ihre interessanten Fragen aus der Runde, die Sie gerne im Chat stellen können. Und jetzt übergebe ich das Mikro an Frau Dr. Gabriele Berg. Ja, vielen herzlichen Dank und nochmal ganz herzlich willkommen. So, ich werde das jetzt nochmal in den Vollbildmodus schalten und hoffe, dass Sie jetzt alle das Bild gut sehen können. Ja, alles wunderbar. Danke. Ja, ich freue mich, Ihnen hier das Mikrobiom vorzustellen und das Ganze in die Bioökonomie einzuordnen und natürlich auch einige wissenschaftliche Dinge zu liefern. Die erste Frage hat ja Frau Lietz schon gestellt. Was sind eigentlich Mikrobiome? Und damit will ich auch starten. Also Mikrobiome sind Lebensgemeinschaften. Sie bestehen eben aus Mikroorganismen, Bakterien, Archaeen, Pilzen, Algen, Protisten. Die Organismen selbst nennt man die Mikrobiota. Also das ist immer so eine Verwechslung zwischen Mikrobiom und Mikrobiota, aber es ist ganz einfach. Das Mikrobiom ist die Mikrobiota in ihrem Lebensraum. Und den gestalten sie sich aus mit sehr vielen Bestandteilen und wie eine Stadt sozusagen. Hier habe ich Ihnen auch mal ein Beispiel mitgebracht, ein Bild. Diese blauen Kugeln, das ist die Blutalge, die kennen vielleicht einige, die wandern auf den Glacier, mir fällt jetzt gar nicht das deutsche Wort so schnell ein, oder manchmal auch auf Plastikstühlen, also in extremen Habitaten, färben die rot ihre Umgebung, aber sie haben ein ganz eigenes
Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom ist hier sichtbar in Form dieser rot- und grünen Zellen unter dem konfokalen Laserscanning-Mikroskop. Die Mikrobiomforschung ist entstanden aus der mikrobiellen Ökologie, aus der Biochemie, aus der Bioinformatik und ist ein ganz junges Feld, ungefähr 20 Jahre alt, und ist noch sehr, sehr stark getrieben durch Technologien, die den Motor darstellen. Ich habe die hier mal aufgelistet, die sind zum Teil sehr kompliziert, also ich will hier nicht in die Details gehen, aber auf der Basis der DNA, der RNA oder der Proteine oder Metabolite können wir uns jetzt ein Gesamtbild über das Mikrobiom schaffen. Vor dem Jahr 2000 waren ungefähr 3% zugänglich der Mikroorganismen und jetzt sind es fast alle. Unsere Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen, hier beruht auf dem Wandel, der sich derzeit hier auf unserer Erde vollzieht. Unser Zeitalter, das Anthropozän, ist hier sehr schön dargestellt von Matthias Schweitzer aus meiner Arbeitsgruppe. Sie sehen also hier einen sehr starken Shift unseres Planeten, getrieben durch die Industrialisierung, Globalisierung, partielle Überbevölkerung und die sehr intensive Landwirtschaft. Und der letzte Punkt ist natürlich der, der uns interessiert. Er wird von vielen auch als der stärkste Treiber des Anthropozäns, also der menschendominierten Epoche, beschrieben. Das alles resultiert da in einem Wort: globaler Wandel. Und dieser Wandel, der äußert sich darin, dass wir schon etliche Grenzen unseres Planeten überschritten haben. Sehr populär ist der Klimawandel. Aber es ist leider so, dass es sehr viele Faktoren sind, die auch zum Teil nicht so in der Öffentlichkeit stehen, wie zum Beispiel der Stickstoffkreislauf, der nicht mehr richtig funktioniert. Wir haben einen überproportionalen Verlust biologischer Vielfalt auf allen Ebenen, Pflanzen, Tiere, auch Mikroorganismen. Und wir haben einen sehr starken Schadstoffeintrag durch Pestizide, Mikroplastik, Schwermetalle und viel mehr. Diese Faktoren haben zum Teil eine synergistische Aktivität und es ist sehr, sehr wenig bekannt, wie sie sich auf das Mikrobiom auswirken und das ist Ziel unserer Forschung. Und ich möchte Ihnen natürlich hier auch zeigen, welchen Beitrag die Mikrobiomforschung für die Bioökonomie leisten kann. Ganz vereinfacht dargestellt, das war das ursprüngliche Mikrobiom. Und durch die vielen Faktoren des Anthropozäns hat es sich verändert. Es ist weniger divers, es ist ungleichmäßiger und es ist weniger spezifisch. Also es hat sich global homogenisiert. Zudem ist es durch eine Zunahme von Resistenzen gegenüber antimikrobiellen Substanzen gekennzeichnet. Das zeichnet sich auf der einen Seite durch antibiotikaresistente Keime, aber es berührt uns auch sehr in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, aber auch im Pflanzenschutz, weil die Erreger gegen Fungizide zum Beispiel resistent sind. Wenn wir das Ganze im globalen Maßstab des One Health, also der Gesundheit unseres Planeten betrachten, dann sehen wir die Auswirkungen. Die Auswirkungen sind ein dysbiotisches, also ein unausgeglichenes Mikrobiom, welches in chronischen Krankheiten, multiresistenten Erregern und einer Zunahme von Epidemien und Pandemien beruht. Das sind ganz neue Erkenntnisse, an denen wir noch sehr stark forschen. Was hat die Bioökonomie damit zu tun? Die Bioökonomie, die zirkuläre und nachhaltige, ist natürlich sehr wichtig und kann sozusagen die intensive Landwirtschaft ersetzen.
Wir haben hier mal die verschiedenen Mikrobiome, die zur zirkulären Bioökonomie gehören, von Ahmed hier gezeichnet. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das Mikrobiom hier interagiert. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz wichtig, das Mikrobiom zu erforschen. Wir kennen es zum großen Teil noch gar nicht. Und wir kennen vor allen Dingen nicht die Links, also wie es sozusagen verlinkt ist, der Boden mit der Pflanze, mit dem Tier und dann letztendlich auch mit dem Menschen. Daraus können wir lernen, wie wir es managen können. Und wir können auch eine zweite Sache machen, die ganz wichtig ist. Das ist das Mikrobiom Mining. Ich hatte Ihnen ja gesagt, von 3% sind wir jetzt auf fast 100% der Mikroorganismen, die wir analysieren können. Und es gibt hier ganz interessante Beispiele für neue Wirkstoffe. Und ich habe Ihnen hier zwei beispielhaft hingeschrieben, weil die jetzt gut zum Vortrag passen. Aber es sind natürlich tausende Wirkstoffe, Enzyme, Antibiotika verborgen in diesem Mikrobiom. Das ist auch eine ganz wichtige Richtung, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, sondern ich möchte mich hier auf dieses Mikrobiom-Management fokussieren. Interessanterweise haben wir einen ganz ähnlichen Trend für den Menschen und für die Pflanze, beziehungsweise auch das Tier. Dieser Trend geht von Breitbandanwendung zu gezielten Behandlungen, auch bekannt zum Beispiel in der personalisierten Medizin. Und Sie sehen hier, wir haben eigentlich ganz gleiche Ebenen. Also wir können das Mikrobiom managen über abiotische Faktoren, in denen wir unsere Nahrung verändern oder den Boden anders managen. Wir können komplexe Communities einbringen. FMT steht für Fecal Microbiome Transplants. Das ist nebenbei gesagt das erfolgreichste Mikrobiommanagement, was wir kennen. Es existiert schon seit 3000 Jahren in China dokumentiert und heißt zu Deutsch Stuhltransplantation mit 96% Erfolg. Aber wir können natürlich auch ganz gezielt einzelne Stämme einsetzen und das ist, möchte ich Ihnen hier anhand der Zuckerrübe erläutern. Wir haben viele Pflanzen beforscht, aber wir sind ja heute hier im Austausch und möchten natürlich hier die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch vorstellen, die wir mit unserem Partner KWS gewonnen haben. Die Forschung ist schon alt. Also seit 15 Jahren arbeiten wir offiziell zusammen, aber sie findet nicht nur im Labor statt, sondern auch auf dem Feld. Und das sind hier die Anfänge vor 15 Jahren noch an der Universität Rostock. Was wir gelernt haben, ist, dass der Boden und das Samenmikrobiom beide beeinflussen das Mikrobiom der Zuckerrübe. Das Samenmikrobiom wurde überhaupt entdeckt während unserer Zuckerrübenforschung. Und wir haben auch gelernt, dass der Samen insofern, er reflektiert den Standort und die Züchtung und er ist deswegen ein ganz idealer Carrier für nützliche Mikroorganismen oder für Mikrobiommanagement. Wenn man Produkte entwickelt, ist es ganz wichtig, dass man auch die richtigen Mikroorganismen findet. Und ich hatte ja Ihnen gesagt, dass viele Mikroorganismen noch unbekannt ist. Und Frau Dr. Zacho, die hat sich hier ausgedacht, die alpinen Mikroorganismen zu nutzen. Und die haben wir dann auf den Zuckerrübensamen sozusagen geangelt. Und ganz wichtig ist auch die Verfahrensentwicklung, die sind hier entscheidend. Und der Herr Dr. Müller, der hat sich hier sehr engagiert. Insgesamt haben wir drei verschiedene oder vier eigentlich Produkte entwickelt. Das eine sind zum einen ein Schutz gegen abiotischen Stress durch die Stress Protecting Agents vor biotischem Stress. Das ist ein Biofungizid und derzeit entwickeln wir ein Bioinsektizid.
und den Schutz nach der Ernte, wo wir hier eine Kombination aus Präparat und Biological nutzen. Ich möchte Ihnen auch kurz das Mikrobiom-Tracking vorstellen. Das ist sehr, sehr interessant für den Post-Harvest-Bereich, wo wir 40% der Rüben noch verlieren in den sogenannten Lagerstätten. Und man kann durch das Mikrobiom, durch Indikatorarten schon im Feld am Anfang feststellen, welche Rüben lagerfähig sind und welche nicht. Und jetzt bin ich auch schon fertig, dann wir müssen uns beeilen. Ich hoffe, dass ich Sie auch in meinem kurzen Beitrag überzeugen konnte, dass die Mikrobiomforschung einen entscheidenden Beitrag zur Bioökonomie leistet und leisten wird und dass wir damit auch lokale und globale Probleme lösen können und dass das Mikrobiom die Welt verbessert, verändert, verlinkt. Und somit gebe ich weiter zu Dr. Ralf Tilcher, der Ihnen die Forschung aus der angewandten Perspektive vorstellen wird. Okay, ich hoffe, das kann man so sehen. Ja. Prima. Ja, vielen Dank, Gabi. Vielen Dank an alle, ans ATB, dass ich die Möglichkeit habe, hier kurz von unseren Erfahrungen mit Mikroorganismen, mit den Mikrobionen zu berichten und hoffentlich auch zu diskutieren. Ich muss jetzt gucken, wie ich weiterkomme. Eine ganz kurze Einführung nur, wo komme ich her? Ich arbeite bei der KWS, das ist eine Firma, die ist jetzt 165 Jahre alt, wurde gegründet in Kleinwandsleben in der Börde, in der Magdeburger Börde. Deswegen Kleinwandsleben, daher kommt dieses KWS, Kleinwandslebener Saatzucht. Mit Rübe angefangen, im Grunde alle Entwicklungen gestartet zur Nutzung der Zuckerrübe. Dann kam über die Jahrzehnte das Getreide dazu. 1945 wurde dann die Firma von Kleinwandsleben nach Einbeck verlagert. Hier ist der Hauptsitz, wo ich auch jetzt hier tätig bin. Und dann kamen eben verschiedene Kulturen wie Raps, wie Mais, wie jetzt unser jüngstes Baby, das Gemüse dazu. Also im Sinne von der Diversifizierung der Kulturen hat sich die Firma weiterentwickelt. Wir sind heute eins der führenden Pflanzenschutzunternehmen in über 70 Ländern aktiv, haben über 80 verschiedene Tochterfirmen. Ja, warum beschäftigt sich unsere Firma mit den Themen Mikroorganismus, Biologicals und Mikrobiom? Ich berichte das von unserer Firma, aber das können Sie sich vorstellen, es sind viele Firmen aus unserer Branche, aus unserer Saatgutbranche in ähnlicher Weise aktiv. Das wird natürlich bei verschiedenen Meetings berichtet. Zu den Details kann ich oder möchte ich auch nur jetzt erstmal von KWS berichten. Also wir beschäftigen uns natürlich damit, um unser Saatgut und unser Produkt zu optimieren. Das heißt, wir versprechen uns zusätzliche pflanzenwachstumsfördernde Effekte zusätzlich zu unserer Genetik. Und wir sehen eine Verbesserung der Optionen bezüglich Selektion in der Züchtung und eben auch in unserer Anwendung in der Produktion. Insgesamt sind wir unterwegs natürlich, um die nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Das heißt, wir suchen nach Alternativen für die klassischen Konzepte, will heißen integrierte Ansätze, nicht den klassischen reinen chemischen Pflanzenschutz. Es gibt gesellschaftliche Entwicklungen und Anforderungen, Beispiel Green Deal, Zero Agchem, Ökolandbau, wo wir uns engagieren möchten. Das führt natürlich dann zu einer Einsparung von chemischen, synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Beizmitteln und damit zu einer geringeren Belastung der Umwelt, also Boden, Wasser und letztendlich zum verbesserten Klimaschutz. Und natürlich müssen wir uns jetzt auch dem Klimawandel und den sich ändernden Anforderungen für die Landwirtschaft stellen. Hier ein kurzer Überblick, ich möchte natürlich nicht ins Detail gehen, das, was Gabriele Berg angesprochen hat. Wir haben eine lange Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, mit der Uni, zunächst Rostock, jetzt Graz. Und ich möchte das zeigen, dass wir ganz systematisch vorgegangen sind, uns anzuschauen, was finden wir an Mikroorganismen in der Pflanze, Schwerpunkt Zuckerrübe, aber auch mit anderen Kulturen haben wir uns beschäftigt. Und wie können wir
von diesen Mikroorganismen letztendlich solche identifizieren, die als Produkte dann tatsächlich bei uns in die landwirtschaftliche Praxis hineinkommen. Nur so als Stichworte, die Doktorarbeit wurde schon angesprochen von Frau Zacho, die dann letztendlich bis hin zu einer Entwicklung des Produktes führte, was ich gleich nochmal kurz schildern möchte. Und wir arbeiten derzeit, weil das ein großes Thema ist, Insektizide. Wir haben eine Menge von Verboten von den bisher klassischen Insektiziden. Und da müssen wir natürlich schauen, was gibt es da an Alternativen. Nochmal zu dem SPA. Für uns ganz wichtig und ist eine Erfolgsstory. Wir arbeiten seit Jahren daran, dieses Produkt herzustellen. Wir kamen von dem Silver Bullet Ansatz, das heißt also ein Mikroorganismus zu wählen, zu der Lösung, dass wir also ein Konsortium nehmen, insgesamt 6 natürlich genau definierte und hinterlegte Isolate, die ist hier unten aufgeführt, die verschiedene Eigenschaften im Grunde kombinieren. Die Haupteffekte versprechen wir uns und sehen wir dadurch zu einer Stresstoleranzverbesserung der Pflanzen, zu einer Biostimulation und zu einer allgemeinen Robustness, also einer allgemeinen Kräftigung der Pflanze, auch wenn es Richtung biotischen Stress geht. Ja, wichtig, es wurde schon angesprochen, solche Isolate zu finden ist das eine, das andere ist ein Produkt daraus zu machen. Es wurde dann in Graz eine Technik entwickelt und patentiert, die diese Isolate als eine Kapsel, als eine Mikrokapsel dann haltbar macht. Für uns in der Industrie natürlich ganz wichtig, dass wir ein Produkt haben, was stabil ist, was auch über mehrere Monate bis Jahre haltbar ist. Da wurden also diese Kapseln entwickelt. Ich habe 2 Beispiele zu dem natürlich, was dann letztendlich in der Landwirtschaft zu sehen ist, wenn wir dieses Produkt dann eben an unsere Landwirte bringen wollen. Zum einen, ein bisschen verdeckt, aber ich glaube, Sie können es erkennen, hier ein Bild aus einem Zuckerrübenacker. Die linken 3 Reihen, die sind also unsere Kontrolle. Die rechten 3 Reihen sind mit dem SPA behandelt. Sie sehen also einen erhöhten Aufgang der Pflanzen und auch eine verbesserte Entwicklung. Hier unten ist mehr oder weniger beliebig noch ein anderes Bild. Die rechten 3 Reihen auch mit dem SPA behandelt, also eine Förderung des Pflanzenwachstums unter Stressbedingungen, vornehmlich im Feld. Dann, was den Landwirten natürlich dann irgendwann interessiert, habe ich auch einen Ertragseffekt. Wir kommen hier von der Saatgutbehandlung bis halt dann hin zur Ertragsbildung. Es ist ein langer Weg. Trotzdem sehen wir, und das ist hier aufgezeichnet, dass wir den Rübenertrag, RAE soll Rübenertrag heißen, dass wir in ungefähr 70% der Fälle eine Steigerung des Rübenertrags bewirken. Also die Winrate ist hoch und ist absolut vergleichbar mit dem, was auch chemische Beizmittel leisten. Und das ist natürlich wichtig, solche Ergebnisse signifikant und nachvollziehbar aufzuzeigen. Ja, was sind die Herausforderungen für uns bei der Kommerzialisierung der Biologicals, also der Mikroorganismen? Das eine ist das Upscaling. Wunderbar funktioniert es im kleineren Maßstab. Sie können sich aber gut vorstellen, ob wir nun 5 Kilo dieser Kapseln benötigen, das Bar, oder 50 oder gar 500. Das ist ein großer Unterschied. Das ist gelungen, indem wir eben dann eben mit der Hilfe unserer Partner in Graz jemanden gefunden haben, der uns jetzt diese Kapseln im großen Maßstab liefert, sodass wir eben auch als Weltmarktführer Zuckerrübe auch alle Märkte beliefern können. Das andere ist ein leidiges Thema, nämlich Registrierung. Man kann so ein Biological registrieren als Pflanzenschutzmittel, als Dünger oder als Biostimulanz. Pflanzenschutzmittel, die Hoffnung, die wir mal hatten, dass das einfacher ist, die hat sich nicht bestätigt. Wenn wir das vergleichen mit dem klassischen chemischen Mittel und den Zulassungsbedingungen, was wir dort liefern müssen, ist ein biologisches Pflanzenschutzmittel nicht weniger komplex, es ist nicht weniger aufwendig und letztendlich in der gleichen Kostenintensität. Als Dünger ist es, das können Sie sich vorstellen, Dünger ist eine einfache Geschichte, ist ja auch eine sozusagen einfachere Wirkung, die dort erzielt werden soll. Biostimulanz ist eine relativ neue praktisch Einklassifizierung, die sowas zwischen Dünger und Pflanzenschutzmittel ist. Also da muss man sich entschließen, als was möchte man das registrieren, denn die Behörden wollen das verständlicherweise ganz konkret haben. Unsere Erkenntnisse sind nun,
Nochmal konkret zu dem, was auch Gabriele Berg schon ausgeführt hat. Samen und Pflanzen verfügen über ein Mikrobiom, das ein großes Potenzial hat, Pflanzenwachstum zu fördern. Muss ich immer vor Augen halten. Es gab lange Zeiten, da wurden Mikroorganismen eigentlich nur mit Pathogenen assoziiert. Das heißt, wenn da ein Mikroorganismus in der Pflanze ist, dann ist das ein Schädling. Und dem ist nun, was ja gezeigt werden konnte, nicht so, sondern wir haben großes Potenzial einer positiven Wirkung. Diese positiven Effekte können zum einen Pflanzenschutz sein, es kann so eine Art Impfung sein, also das gibt verschiedene Resistenzinduktionsmöglichkeiten, Verfügbarkeit von Nährstoffen und Stresstoleranz. Für uns natürlich eine wichtige Erkenntnis und eine intensive Diskussion, dass wir davon ausgehen müssen, dass in unserem bisherigen Züchtungsprozess, der ja verschiedene Faktoren als Selektionskriterium hat, dass wir dort unbeabsichtigt und auch ungelenkt die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflusst haben. Ob verschlechtert oder verbessert, sei mal dahingestellt, aber wir haben es definitiv beeinflusst. Ist nicht lange her, aber vor einigen Jahren war es nicht möglich, das überhaupt festzustellen. Mittlerweile gibt es aber zum Glück dank der Wissenschaft so viele Methoden, die eine schnelle Detektion des Mikrobioms zeigen, dass wir sowas für Screenings, auch größere Screenings, nutzen können. Wir haben uns von Anfang an auch auf einzelne spezielle Aspekte konzentriert. Eins ist der Schadpilz Rhizoctonia solani, ist also ein Pilz, der sieht dann die Rübe so aus wie hier, also sie stirbt gerade ab, ein Bild von der letzten Woche. In speziellen Gebieten ist das also eine ganz massive Krankheit im Rübenanbau, schwer zu bekämpfen. Und wir haben eben festgestellt, dass das Mikrobiom sich von anfälligen und toleranten Genotypen unterscheidet. Und das wirklich nachhaltig über viele Jahre hinweg. Das lässt uns natürlich auch hoffen, dass es Differenzierung anderer Eigenschaften, also anderer Pathogeneigenschaften oder Stresstoleranzeigenschaften dann eben auch übertragbar ist. Wir sehen an diesem Beispiel, das Mikrobiom der Zuckerrübe und auch anderer Kulturen ist abhängig vom Genotyp, aber eben auch von den Umweltbedingungen des Aufwuchsortes und des Jahres des Saatguts. Ein Genotyp wird natürlich über mehrere Jahre angebaut an verschiedenen Orten, Frankreich, Italien, Türkei und so weiter. Das unterscheidet sich und dem entsprechenden Boden, wo eben das Saatgut dann erzeugt wird. Und es gibt viele Anstrengungen, aber wir sehen schon, dass es noch notwendig ist, zu weitere Untersuchungen, um die Struktur und Funktion des Mikrobioms in diesem Zusammenhang zu klären. Ja, wie wollen wir nutzen? Die Kenntnisse, die eben geschaffen werden zum Samenmikrobiom bzw. zum Samenpflanzenmikrobiom, zum einen zum besseren Verständnis, worauf beruht überhaupt die Wirkung, das heißt also Mode of Action, Wirkungsmechanismus, der ist häufig nur in Ansätzen beschrieben. Da versprechen wir uns dann einen besseren Umgang mit den Herausforderungen, wenn wir Mikroorganismen einsetzen. Es ist nämlich so, dass wir nicht immer stabile Ergebnisse haben, dass wir teilweise eine Unkenntnis oder eine mangelnde Kenntnis des Einflusses von externen Faktoren haben auf die Mikroorganismenzusammensetzung und dann entsprechende Wirkung in der Pflanze. Das heißt, insgesamt wollen wir ein besseres Verständnis zur Korrelation der Saatgutleistung in diesen verschiedenen Parametern und eben der Genetik der Arten bzw. Sorten und ihrem Mikrobiom dann kennenlernen. Insgesamt also die Leistung des praktisch Gesamtpakets des Holobions. Und dann, das Ziel muss natürlich sein, aktiv zu beeinflussen über die Saatgutbehandlung, siehe Applikation des BAR, haben wir das Bereich erreicht. In der Züchtung soll es natürlich auch Ziel sein, das dort mit zu berücksichtigen. Die Teilnehmer in der Branche, also die Saatgutbranche, setzen zunehmend darauf, diese Erkenntnisse auch tatsächlich mit in ihre Standardprozesse zu integrieren. Wir haben bisher die Möglichkeiten der aktiven züchterischen Beeinflussung noch nicht angewendet, aber haben jetzt ein langfristiges Projekt aufgesetzt, um diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch kommerziell, das heißt in unserem Züchtungsprozess mit einzusetzen.
Und ich wiederhole es nochmal, zum einen eben, damit wir Mikroorganismen detektieren und auch zu Produkten machen, die die Pflanzengesundheit fördern, die Belastung von Boden-Umwelt reduzieren und letztendlich den Klimaschutz stärken. Und last but not least natürlich für die Saatgutbranche und natürlich für die Landwirte, unsere Kunden, wollen wir ökonomisch attraktive Alternativen zur bisherigen landwirtschaftlichen Praxis aufzeigen. Als letztes oder noch die Vision ist, dann können wir in der Züchtung pflanzliche genetische Komponenten identifizieren und auch züchterisch nutzen, die den zuträglichen Mikroorganismen entweder anziehen, das heißt so ein Attraktionsprinzip, oder zumindest die günstigen Mikroorganismen erhalten. Ja, so viel von meiner Warte. Vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank für die Vorträge. Sehr spannend. Ich fange gleich mal an mit einigen Fragen aus dem Chat. Und zwar eine allgemeine Frage, die sich so ein bisschen um das Verständnis dreht. Und zwar, wir sind ja verschiedene Leute verschieden robust gegen Krankheiten. Jetzt gibt es hier die Sache immun gegen Grippe seit 20 Jahren ohne Impfung, trotz Weltreise. Könnte das an der Robustheit des eigenen Mikrobioms liegen? Ja, das ist eine Frage, die ich gern beantworte. Also jeder Mensch und jede Pflanze, wir sind sozusagen Holobionten und wir haben die wirklich zusammengehören, ganz essentiell, und die sich auch durch ein sehr starkes funktionelles Zusammenspiel auszeichnen. Und gerade beim Menschen, da gibt es dieses Wort Kolonisationsresistenz. Unser Mikrobiom ist sehr, sehr spezifisch, setzt sich zusammen aus dem unserer Eltern, aus dem Exposom, aus unserem Umweltmikrobiom. Und natürlich hat es damit zu tun, und wir wissen heute, dass wirklich fast jede Krankheit, auch die, von denen wir es nicht erwarten würden, wie zum Beispiel Depressionen oder Autismus, mit dem Mikrobiom zu tun haben. Also Sie haben sicherlich, also der Fragestellende hat sicherlich ein sehr gutes und hochdiverses Mikrobiom. Spannend. Dann machen wir gleich mal weiter, wo es dann ein bisschen mehr wieder auch um pflanzliche Mikrobiome geht. Und auch die Fragestellung, inwiefern Sorten und das Mikrobiom zu speziellen Sorten von Pflanzen eben aufeinander abgestimmt sind. Aktuelle Tomatensorten sind robust gegen Regen und Pilze. Die Frage an dieser Stelle ist, werden hier Mikrobiomerkenntnisse schon umgesetzt? Oder wäre das einfach ein Ansatz, wo man untersuchen kann, warum dieses Mikrobiom so besonders, warum diese Sorte so besonders robust ist? Wir haben derzeit auch ein Projekt, was sich mit Tomate beschäftigt. Das ist ein europäisches Projekt Excalibur. Da testen wir alle Präparate, die irgendwie vorhanden sind. Derzeit wird es meines Wissens noch nicht angewandt. Es ist aber in der Forschung. Und man muss auch bitte bedenken, dass die Tomaten sehr stark von Pestizidgaben abhängig sind, und die wollen wir dringend reduzieren. Okay. Ja, also wenn ich es kurz ergänze, also es wird noch nicht im großen Stil genutzt, aber wie geschildert sind die Erkenntnisse so weit, dass es attraktiv ist, dass also einzelne Züchtungsunternehmen sich auch mit einzelnen Traits jetzt beschäftigen und sagen, wenn wir auf klassischem züchterischen Weg nicht weiterkommen, kann das eine Ursache sein, dass wir das Mikrobiom nicht beachten, beziehungsweise da sogar kontraproduktiv sind. Und da ist es natürlich dann eine Möglichkeit, das als Selektionskriterium mit aufzunehmen. Sie haben jetzt von der Akzeptanz in den Züchtungsunternehmen gesprochen. Die Frage aus dem Chat lautet aber auch, wie ist die Akzeptanz der Landwirte gegenüber diesen biologischen Präparaten? Die ist groß. Also ich mache es mal kurz. Zunächst hatten wir uns vom Ökolandbau, also wir betreiben schon seit Jahrzehnten Ökolandbau, Züchtung für die Öko-Leute,
Da hatten wir uns versprochen, dass wir im Ökolandbau da auf die, sag mal, offeneren Ohren stoßen. Das ist nicht unbedingt so, sondern es gibt sehr viele auch in der konventionellen Landwirtschaft, die da auch die Grenzen sehen der bisherigen Praxis und die, die wirklich da ganz offen sind für diese neuen Ansätze. Es ist natürlich so, man kann schöne Präsentationen zeigen. Jeder möchte es eigentlich gerne dann auf seinem eigenen Acker sehen, den Unterschied mit und ohne Spa. Das machen wir auch natürlich. Aber da ist im Grunde die Bereitschaft sehr groß, weil eben die Landwirte sehen, wie die bisherigen Verfahren, speziell in den letzten Jahren haben wir das erfahren, in der EU eben der Ban diverser wichtiger chemischer Beizmittel, wie das einfach eine Realität ist und dass man da Alternativen finden muss. Dann hake ich da gleich mal ein. Ab wann ist denn mit der kommerziellen Einführung der Spa in Zuckerrüben-Saatgutbehandlung zu rechnen? Ab letzten Jahr. Wir sind schon dabei. Was ich geschildert habe, ist, wir waren bisher begrenzt, einfach von der verfügbaren Menge aus dem Labormaßstab raus in die kommerzielle Produktion. Die ist uns im letzten Jahr gelungen. Das heißt, können wir unseren Vertriebskollegen also grünes Licht geben. Das andere, wie geschildert, ist die Registrierung. Und es hat nur mal als Beispiel ein großer, ganz großer Markt, der Spa nachfragt, ist der russische. Weil wir dort auf den Grenzböden und den Grenzbedingungen wirklich sehr gute auch Ertragseffekte sehen. Das hat 3 Jahre gedauert, bis wir jetzt vor, ich glaube, 3 Wochen, 4 Wochen, haben wir also die Zulassung bekommen, dass das Spa registriert ist in Russland. Also das ist unsere Begrenzung. Wir sind natürlich überzeugt von den positiven Ergebnissen, aber es muss jede einzelne Registrierungsbehörde letztendlich dann auch wieder kontaktiert werden und da ins Detail gegangen werden. Alles klar. Kann die Mikrobiomforschung auch zum Abbau von schädlichen Reststoffen in der Umwelt eingesetzt werden, beispielsweise von Düngemitteln oder Pestiziden? Gibt es hier schon praktische Anwendungen? Ja, das ist ein sehr altes Forschungsgebiet der mikrobiellen Ökologie. Und Mikroorganismen können auf alle Fälle diese Stoffe abbauen. In kombinierter Weise gibt es das noch nicht, aber es ist auch eine Frage dann der Registrierung dieser Produkte. Aber schon eine sehr interessante Herausforderung. Okay. Gibt es eine solche Mikrobiomforschung auch bei Gewässern, insbesondere Seen und Teichen? Also über die Frage freue ich mich besonders, weil es gab ja die eine Folie mit den Menschen und den Schweindeln und den Pflanzen. Die haben hier wirklich Parallelen und die sind nicht nur im terrestrischen, sondern auch im aquatischen Ökosystem. Und da ist gerade letzte Woche den Kollegen vom KAUST wirklich ein richtig großer Durchbruch gelungen. Und zwar haben die Probiotika für Korallen. Wissen ja sicherlich alle Zuhörer, dass die Korallenökosysteme sehr stark gefährdet sind und die leiden auch unter einer Mikrobiomkrankheit sozusagen. Und da ist denen ein großer Durchbruch gelungen und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also das gibt es für alle Bereiche und für alle Tiere, auch für Wildtiere, von Fledermäusen, Pferden bis hin zu, weiß nicht. Aber es wird sehr viel getan auf dem Gebiet. Das ist erfreulich. Es scheint ja auch wahnsinnig viel Potenzial zu bergen. Eine Frage in die technische Richtung. Sie haben ja gesagt, Frau Berg, dass das Mikrobiom jetzt schon oder beziehungsweise die Mikroorganismen jetzt schon sehr gut erkannt werden können und nicht mehr bei 3% herum hängen müssen. Und wie lassen sich unter denn so einer großen Anzahl von Mikroorganismen eigentlich diejenigen identifizieren, die das Potenzial zu Leistungsträgern haben? Also wie kann man sich das vorstellen und wie lange dauert sowas dann von der Forschung bis in die Praxis? Ich hatte ja dieses eine Beispiel gezeigt mit den alpinen Mikrobiomen, wo wir eben diese Fangmethode verwendet haben, dass wir sozusagen das Mikrobiom isoliert haben und dann auf Zuckerrübensamen, Wurzeln, Blätter sozusagen gefangen haben. Also was
was da kompatibel ist. Und es gibt noch mehrere andere Methoden. Also ganz wichtig ist ein guter ökologischer Background für diese Ansätze. Und es ist natürlich auch Glück. Also man kann schon einiges vorhersagen, aber nicht alles. Vielleicht, wenn ich es kurz ergänze. Also es haben mittlerweile fast Generationen von Doktoranden haben das im Labor gemacht. Das heißt, also die klassischen Petrischalentests, ich habe mein Isolat und dann habe ich einen Schadpilz und lasse die mal gegeneinander wachsen. Und wenn der Schadpilz sich da also beeindruckt zeigt, dann nehme ich das entsprechende Isolat dann weiter. Das ist ganz schön für ein erstes Screening, aber was sich eben zeigt, ist, dass dann vom Labor übers Gewächshaus bis ins Feld diese Wirkung häufig dann nicht mehr so nachvollzogen werden kann. Das heißt, wir diskutieren in dem Zusammenhang natürlich über möglichst praxisrelevante, schon erste Isolations- und Detektionsverfahren. Und das ist auch sehr kreativ, was da in dieser Testentwicklung läuft. Danke. Eine Frage auch aus dem Chat. Wie erhöht man die Diversität des menschlichen Mikrobioms, um Krankheiten vorzubeugen? Ja, also das sind auch klassische Mikrobiom-Management-Strategien, also über die Nahrung, möglichst vielfältig, möglichst pflanzenbasiert. Dann gibt es die Möglichkeit, sportliche Betätigung, also ist nachweislich extrem positiv. Und das ganze Exposom, also unsere ganze Umgebung, ist ganz entscheidend. Also wo wir leben, wie viel Kontakt wir haben und wie oft wir in die Natur gehen. Ja, küssen. Also sehr gut. Sehr viele Möglichkeiten. Gut, im Chat ist es still geworden. Eine Frage ist noch, ich glaube, die haben wir quasi schon ein bisschen beantwortet. Ich gebe sie trotzdem noch mal weiter. Könnte bzw. kann man bereits Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung für die Wiederherstellung von mit Kerosin oder Mikroplastik belasteten Böden nutzen? Also da ist diese zweite Schiene, die ich auch angedeutet habe, dieses sogenannte Mikrobiom-Mining. Da kann man natürlich sehr viele Dinge noch rausholen. Und das ist auch eine ganz große technische Herausforderung, die jetzt immer besser gelöst wird. Aber wir haben zum Beispiel in unserem Moor-Mikrobiom haben wir Enzyme gefunden, die nicht bekannt waren vorab und die Mikroplastik zersetzen. Also da kann man sich schon vorstellen, dass in der Zukunft da noch sehr viel neue Wirkstoffe und Mechanismen aus der Mikrobiomforschung kommen. Eine letzte Frage aus dem Chat stelle ich noch und dann bekommen Sie nur noch eine von mir. Im Bereich der Pflanzen gibt es das Phänomen der invasiven Neophyten. Könnte es eine vergleichbare Problematik bei Mikroorganismen geben, wenn Mikroorganismen aus einem Teil der Erde in einen anderen übertragen werden? Spannende Frage. Ja, das ist absolut der Fall. Das ist also diese Homogenisierung des Anthropozän-Mikrobioms. Das ist schon zum großen Teil auch nachgewiesen und Teil der Forschung. Da gab es jetzt ein ganz interessantes Interview auf RBB von Kollegen Professor Rillich, der das auch erforscht hat. Also das ist parallel da. Und wie wird das aktuell mitgedacht, diese Problematik, damit wir nicht wieder in ähnliche problematische Entwicklungen hineinrutschen? Also ehrlich gesagt, wir versuchen, da als Wissenschaftler natürlich sehr viel auch in die Gesellschaft zu transportieren. Ich denke, Potsdam ist da auch mit dem PIC ganz, ganz vorn, natürlich mit den Grenzen unseres Planeten. Und letztendlich sind hier natürlich ganz extrem die Politiker
auch gefragt. Aber ich denke auch, dass jeder Einzelne hier seinen Beitrag wirklich leisten kann. Ralf, kannst da sicherlich auch noch was sagen dazu, ne? Naja, gut, aus dem Bereich Landwirtschaft, klar. Wir müssen die diversifizieren. Zum einen, wir müssen zum anderen uns genau anschauen, was machen wir. Auch das Thema mit Mikroorganismen, wie verteilen wir sie, wie sind sie verteilt, wie verteilen wir sie. Wir müssen natürlich uns anschauen, dass wir da auch sorgfältig mit umgehen, dass wir also nicht Mikroorganismen aus der ganzen Welt verteilen. Wir haben ein Thema mit Nagoya, also auch der Verwendung von Mikroorganismen aus anderen Kulturen. Und wir wollen natürlich auch nicht den negativen Effekt bewirken, dass wir also, ich sag mal, fremde Organismen, also Organismen, die, ich sag mal, in Afrika, in den USA gewonnen wurden, dann in Europa unkontrolliert dann eben entlassen. Das sind Aspekte, die wir dabei wirklich sorgfältig immer uns anschauen müssen, bevor wir sowas als Produkt dann eben in die breite Landwirtschaft bringen. Jetzt nehme ich doch noch mal eine Frage aus dem Chat. Weltweit nutzen pharmamikrobielle Nutzsysteme. Wie ist die rechtliche Situation? Patentschutz, drohen hier Gefahren? Können Sie das beantworten? Also das ist natürlich ein Thema. Also wie grundsätzlich Patentierung betrifft es auch natürlich die Mikroorganismen. Gabi, du kannst da mehr zu sagen, aber grundsätzlich kann man natürlich nicht Bakterien patentieren lassen, aber es geht eben um einzelne Stämme, die genau definiert sind, die hinterlegt sind, hier in Deutschland DSM und so weiter. Und da in Kombination mit der konkreten Anwendung gibt es natürlich entsprechende Patente und Patentanmeldungen. Das nimmt sehr stark zu. Es ist nach meiner Erfahrung in den USA natürlich wie in anderen Bereichen sehr stark vorhanden. Und da muss man sehr vorsichtig mit umgehen, dass man sich also diese Bereiche nicht jetzt über entsprechend vorliegende Patente dann nicht mehr frei verfügbar dann damit beschäftigen kann. Also da sehe ich schon eine gewisse Gefahr. Aber wenn man sich anschaut, was wirklich dann patentiert worden ist, dann geht das also sehr speziell in spezielle Isolate mit einer speziellen Anwendung und nicht einem ganz grundsätzlichen Patentieren, zum Beispiel von so einem Ansatz. Dankeschön. Ich stelle Sie jetzt trotzdem, auch wenn wir schon weit über die Zeit sind, woran forschen Sie in 5 Jahren? Ja, ich glaube, ich sehe, dass wir noch so viel zu tun haben in der Mikrobiomforschung, insbesondere die Links zu verstehen. Und der Schlüssel ist letztendlich wirklich die menschliche Gesundheit, weil das wird dem Menschen am besten, damit kann man es den Menschen am besten klar machen. Also ich glaube, wir werden dann die Vernetzung der Mikrobiome besser verstehen und daran forschen. Und vielleicht ein Samenpräparat entwickeln, was nachher Alzheimer verhindert oder so. Oder Ralf? Super. Das ist wirklich eine Vision, vielleicht nicht in 5 Jahren zu schaffen. Also für uns ist es natürlich, was alle im Grunde jetzt auch erfahren haben, wieder, wir müssen auf den Klimawandel und die Auswirkungen reagieren. Das ist im einen Jahr ist das Trockenheit, im nächsten Jahr ist es eine übermäßige Feuchtigkeit, es kann Hitze sein, es ist nicht vorhersagbar mittlerweile mehr, wo da was auftritt. Und wir müssen natürlich gefasst sein. Ich komme mal wieder zurück zu unserem Zuckerrübenbeispiel. Wir können natürlich nicht für jede Einzelregion ein einzelnes Merkmal dann ausstatten, sondern wir brauchen da einen breiten Ansatz. Und da sind wir dabei, diese verschiedenen Stresssituationen eben zum einen zu erfassen und zum anderen da auch dann Produkte, mikrobiologische Produkte zu finden, die das für das Pflanzenwachstum dann eben verbessern. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude. Es war sehr spannend. Ich hoffe für unsere
Teilnehmer und Zuschauer auch. Jetzt möchte ich Sie noch auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen, und zwar die letzte in der Reihe. Da wird noch einmal Frau Professor Dr. Sturm die Anfangsfrage aufgreifen, Bioökonomie, wohin geht die Reise? Das ist in 2 Wochen. Ihr Sparringspartner ist da Professor Dr. Christine Lang. Und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Prima, dann vielen Dank. Von mir auch. Einen schönen Tag an alle. Ihnen auch, Dankeschön. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Bis Donnerstag. Ja.